Hallo und herzlich willkommen zu einem Video zum Thema Schnellwechsel-Stahlhalter. Heute zeigen wir euch, warum ein Schnellwechsel-Stahlhaltersystem euch das Arbeiten an einer Drehmaschine erleichtert und wie ihr das richtige System für eure Maschine findet. Auf allen unseren Drehmaschinen ist standardmäßig ein Vierfachstahlhalter verbaut. Um einen Drehmeißel auf die Mitte der Arbeitsspindel einzustellen, nehmen wir eine Körnerspitze zu Hilfe, wobei die Spitze der Körnerspitze der Mitte der Arbeitsspindel entspricht. Hier können wir sehen, dass Drehmeißel und Körnerspitze noch nicht auf einer Höhe sind. Deshalb müssen wir den Drehmeißel erhöhen und unterlegen ihn mit Unterlegplättchen. Das Ziel ist, genau auf Mitte zu kommen. Das Problem hierbei ist häufig, mit den Unterlegplättchen die exakte Höhe zu erreichen. In unserem Beispiel sind wir mit 2 Plättchen leicht darunter, mit 3 hingegen schon zu hoch. Hier haben wir nun mit 2 Unterlegplättchen und einem dritten, sehr dünnen Plättchen die richtige Position des Drehmeißels erreicht und die Spitze der Körnerspitze und des Drehmeißels liegen auf einer Höhe. Auch wenn wir zum Beispiel eine Bohrstange für eine Innenbohrung in den Vierfachstahlhalter einsetzen wollen, gehen wir nach dem gleichen Prinzip vor. Wir nehmen wieder die Körnerspitze zur Hilfe und richten die Bohrstange auf Mitte aus. Hierfür unterlegen wir sie mit Unterlegplättchen, bis die Höhe richtig eingestellt ist. Dann können wir den Vierfachstahlhalter drehen und mit der Bohrstange nach innen ausdrehen. Wenn wir damit fertig sind und wieder auf den normalen Drehmeißel wechseln wollen, müssen wir diesen wieder neu einstellen. Bei jedem Wechsel zwischen den Werkzeugen wie Drehmeißeln, Bohrstangen und anderen ist also ein erneutes Einstellen nötig, was sehr aufwendig ist. Hier kommt der Schnellwechsel-Stahlhalter nach dem System Multifix ins Spiel. Wir arbeiten an unserer Drehmaschine PM190V. Und wollen ein Schnellwechsel-Stahlhaltersystem montieren. Dazu entfernen wir zunächst den serienmäßig auf der Maschine montierten Vierfachstahlhalter. Der Absatz auf dem Oberschlitten ist so dimensioniert, dass der Grundkörper des Schnellwechsel-Stahlhaltersystems Größe AB genau auf die PM190V passt. Das bedeutet, wir müssen nur den Grundkörper aufsetzen und befestigen und schon ist er montiert. Anschließend können wir einen Halter aufsetzen und leicht anziehen. Sollte die Größe des Stehbolzens der Maschine einmal nicht passen, bieten wir in unserem Sortiment verschiedene Montagesets an, mit denen das Schnellwechsel-Stahlhaltersystem montiert werden kann. Es kann außerdem vorkommen, dass die Bohrung am Grundkörper größer ist als der Stehbolzen, auf den er aufgesetzt werden soll. Wenn dies der Fall ist, können wir uns eine Hülse zu Hilfe nehmen, um die Größe anzupassen. Diese Hülsen sind ebenfalls gesondert bei uns erhältlich. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Zunächst wollen wir das Schnellwechsel-Stahlhaltersystem in der Größe AB an der Drehmaschine PM2500 anbringen. Das ist nicht allzu kompliziert, da der Stehbolzen nicht ausgetauscht werden muss. Wir entfernen zuerst den Vierfachstahlhalter von der Maschine. Dann setzen wir die Hülse aus dem Montageset auf den Stehbolzen auf, um anschließend den Grundkörper passend aufsetzen zu können.
Dann schrauben wir die Mutter auf und ziehen alles leicht an. Als nächstes möchten wir das System in einer größeren Größe, der Größe A, an der Drehmaschine anbringen. Das ist etwas komplizierter, da wir hierfür den Stehbolzen austauschen müssen, weil der Grundkörper hier etwas höher ist. Wenn wir den Grundkörper des Systems A aufsetzen, sehen wir, dass die Höhe des Stehbolzens für die Größe des Systems nicht ausreicht, da wir nun die Mutter oben nicht mehr aufsetzen können. Deshalb brauchen wir aus dem Montageset den längeren Stehbolzen. Um diesen einzusetzen, müssen wir zunächst den aktuellen Stehbolzen entfernen. Dazu lösen wir den Flansch am Oberschlitten und entfernen die Schrauben mit einem Innensechskantschlüssel. Anschließend drehen wir die Spindel heraus. Dann können wir den Schlitten nach hinten herausziehen und den Stehbolzen einfach entfernen. Dann setzen wir den größeren Stehbolzen ein und montieren den Schlitten wieder. Wir setzen die Hülse ein, setzen den Grundkörper des Systems A auf und sehen, dass wir nun die Mutter problemlos darauf befestigen können. Bevor wir mit dem Schnellwechsel-Stahlhaltersystem arbeiten können, müssen wir das System richtig einstellen und mitteln es aus. Dazu benutzen wir eine Messuhr mit Magnetstativ und befestigen diese an der Innenwand der Drehmaschine. Dann prüfen wir, ob das System gerade auf der Maschine aufsitzt. Hier passt es perfekt. Jetzt können wir das System final festziehen und die Messuhr wieder vorsichtig entfernen. Das Einstellen ist eine einmalige Angelegenheit, da der Grundkörper in der Regel ab sofort dauerhaft auf der Maschine bleiben soll und nur die Halter gewechselt werden. Jetzt drehen wir die Schrauben des Halters auf und setzen den Drehmeißel so ein, dass er hinten plan anliegt. Dann nehmen wir wieder die Körnerspitze zur Hilfe, um den Drehmeißel auf Mitte einzustellen. Zunächst ist er viel zu hoch eingestellt. Deshalb lockern wir den Halter und stellen ihn auf Mitte. Dann prüfen wir, ob der Drehmeißel nun richtig eingestellt ist. Wenn die Position stimmt, ziehen wir den Halter wieder fest. Dazu ziehen wir einfach die Kontermutter an. Pro Halter- und Drehmeißelkombination müssen wir die Position nur einmal einstellen. Danach können wir nach Belieben die Kombination durch andere Halter-Werkzeugkombinationen austauschen. Das lästige Einstellen bei jedem Wechsel entfällt also und erspart uns somit viel Zeit bei häufigem Werkzeugwechsel. Hier drehen wir nun bei einem weiteren Halter alle Klemmschrauben nach oben, setzen einen Bohrstangenhalter ein und drehen die Schrauben wieder nach unten. Das Spannband des Schnellwechsel-Stahlhaltersystems ist drehbar,
So können wir es umdrehen und die Spitzenhöhe der Bohrstange mit Hilfe der Körnerspitze korrekt einstellen. Dann können wir das Spannband wieder drehen und die Kombination aus Halter und Bohrstange ist bereit für den Einsatz. Beim Drehen des Spannbandes können wir auch die auf ihm angebrachte Anzeige zur Hilfe nehmen. Wenn wir jetzt wieder von der Bohrstange zum Drehmeißel wechseln wollen, entnehmen wir ganz einfach den Halter mit der Bohrstange, drehen das Spannband um 90 Grad und setzen den Halter mit dem Drehmeißel wieder ein. Bei unserer Drehmaschine PM190V haben wir die Situation, dass zwei Größen des Schnellwechsel-Stahlhaltersystems angebracht werden können, die Größe AA und die Größe AB. Hier sehen wir das System AB und hier das kleinere System AA. Wir können das System AA problemlos auf der Maschine montieren, aber dadurch, dass es schmaler ist, müssen wir den Drehmeißel weiter ausspannen. Je weiter der Meißel allerdings ausgespannt ist, desto eher vibriert er, was sich wiederum auf die bearbeitete Oberfläche auswirken kann. Ein Drehmeißel sollte so kurz wie möglich eingespannt werden, um möglichst stabil zu sein. Deshalb empfehlen wir bei unserer PM190V und in ähnlichen Situationen die Größe AB. Hier ist zwar der Stahlhalter etwas breiter als der Oberschlitten und somit wird der maximal mögliche Drehumfang etwas minimiert, allerdings kann der Drehmeißel deutlich stabiler eingespannt werden. In dieser Tabelle können wir die verschiedenen Systemgrößen miteinander vergleichen und sie enthält einige wichtige Messwerte als Anhaltspunkte. Besonders entscheidende Maße sind die Breite des Oberschlittens, das Maß H, gemessen von der Oberkante des Oberschlittens bis zur Spindelmitte, und die Maße des Stehbolzens. Anhand von diesen drei Maßen können wir das optimale Schnellwechsel-Stahlhaltersystem empfehlen. Mehr Tipps zur Bestimmung der richtigen Systemgröße für eure Drehmaschine findet ihr auch in unserem Ratgeber unter www.paulimod.de. Den Link dazu findet ihr unter dem Video. Hier sehen wir unser Schnellwechsel-Stahlhalterset in der Größe A. Enthalten sind der Grundkörper, ein Vierkantschlüssel, ein Spannschlüssel und vier Halter. Alle Elemente sind einzeln bei uns nachkaufbar. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Set durch einen Halter für HSS-Messer zu erweitern. In diesem können HSS-Messer direkt eingesetzt werden. Außerdem kann das Set durch einen Halter für Konushülsen mit MK2-Aufnahme und durch einen Stahlhalter mit Prisma erweitert werden. Darin können Bohrstangen direkt eingelegt werden. Hier sehen wir die Prisma-Aussparung und setzen eine Bohrstange in den Halter ein. Das war unser Video zum Thema Schnellwechsel-Stahlhaltersystem. Schreibt eure Fragen dazu gerne in die Kommentare und abonniert unseren Kanal, um keine Videos zu verpassen. Die Links zu den Artikeln findet ihr wie immer unter dem Video.